Dungeons. Dann gibt es natürlich Crafting-Optionen für die Leute, die sich gerne irgendwas basteln und so, ja, ihre eigene Nuklearrakete, da ist alles dabei. Dann gibt es keine Drachen, keine Haustiere und es wird nicht möglich sein, zu heiraten oder Romanzen aufzubauen. Ja, also wer damit beschäftigt ist, eine imperiale Stadt niederzuwerfen, ja, der hat wahrscheinlich auch keine Zeit oder keinen Bock, mal eben noch so eine Romanze oder vorher zu heiraten, so von wegen, falls sie nicht wiederkommen, ne, man geht selbst nur. Naja, und es wird komplett synchronisiert. Das heißt, also da werden keine Texte stehen, also werden wahrscheinlich schon stehen, aber die werden dann nicht mehr so stehen. Ich hoffe nur, die Synchro ist dann ein bisschen besser und nicht so. Hallo, ein bisschen blöd. So, jetzt kommen wir dazu, worauf jeder, der dieses Video eingeschaltet hat, eigentlich wartet. Was ich am Anfang schon gesagt habe, es gibt ein Black Ops Call of Duty Black Ops 2 Special oder New Special ist gesagt. Zuallererst, das Spiel kommt am 13.11.2012 heraus. Also wie immer so novembermäßig, ja, April wird es angekündigt, ja gut, jetzt war es Mai und im November ist es dann direkt da. Erstaunlich viele Details, die jetzt rausgekommen sind, also Infos, auch überraschende, die ich jetzt eigentlich gar nicht so hätte erwartet. Und wie soll ich sagen, ist auf jeden Fall auf eine Art vielversprechend, auf eine Art ein bisschen verstörend, aber man kennt ja Treyarch, die experimentieren ja auch ein bisschen rum, deswegen spiele ich die Ableger von Call of Duty von Treyarch eigentlich lieber als die von Infinity Ward. Ja, steile ich mich, Hilfe, ich bin kann man nochmal für 3 Feld, ja, ist gut. So, wir fangen an. Wir legen los mit der Story oder auch die Geschichte im Deutschen genannt. Es ist ein direkter Nachfolger, also wird nahtlos angeknüpft, obwohl es im Jahre 2025 spielt. Kommt auch schon zum nächsten Punkt. Zwei Zeitlinien sind dabei, einmal 2025 und Ende der 80er Jahre. Was am Ende von Black Ops 1 geschehen ist, genau, das wird dann auch im zweiten Teil aufgelöst. Ich hoffe nicht wie bei Prototype 2, ja, wo man dann im Hauptmenü so ein Ding anklickt, Prototype Zusammenfassung. Ja, und da ist dann mal so eine halbe Minute Gelaber, Ende. Fand ich total blöd. Also Black Ops 2 ist eigentlich ganz gut. Alles egal, das ne, Review und so kommt noch von mir. Ja, und in den 80er Jahren, da, also in der ersten oder zweiten Zeitlinie, wie ihr auch immer wollt, spielt man halt Alex Mason, also den Typ aus dem ersten Black Ops Teil. Und in der zweiten oder ersten Zeitlinie, also im Hauptaugenmerk auf Jahre 2025, spielt man David Mason, das ist dann Alex Masons Sohn. Und erzählt wird die Geschichte von Frank Woods, das konnte man eigentlich schon im Trailer gut sehen, dass der wieder dabei ist. Das war ja so ein, hier im Vietnam da, so ein Billemann, der ist da so, so mit Alex Mason da, ist er da so rum und so. Egal. Dann handelt es sich um einen zweiten Kalten Krieg zwischen den USA und China. Ja. Wahrscheinlich wer hat den größeren, ich weiß es nicht. Dann freut mich natürlich, wird man wieder von Victor Reznov zu hören bekommen, den finde ich ja super, beziehungsweise ich finde es super, dass Gary Oldman den synchronisiert in der originalen englischsprachigen Version, da freue ich mich schon wieder drauf. Die Geschichte wurde von David Goyer geschrieben, das finde ich zum Beispiel sehr gut, oder eigentlich auch nicht, also ich liebe diesen Typen, weil er die Stories zu Batman Begins und The Dark Knight verfasst. Ich hoffe, dass, also Black Ops 1 war ja von der Story auch schon nicht schlecht. Ich hoffe, dass da wirklich so mehr drin kommt mit fetten Wendungen und Batman taucht auf. Nein, egal. Weiter geht's. Es wird mindestens eine Soldatin, also eine Frau vorkommen als Soldat, ja mindestens eine. Und der Präsident ist auch eine Frau. Wahrscheinlich die Merkel im Cameo-Auftritt, ich weiß es nicht. Dann gehen wir weiter zum Gameplay. Man wird oft Drohnen steuern, also die vom Player selber gesteuert werden. Dann gibt es Pferderitte, wie man im Trailer auch schon sehen konnte. Vehicles, also normale Fahrzeuge werden auch wieder dabei sein. Die Passagen, wo die ganze Zeit nur sitzt. Ja. Braucht jedes Spiel. Das ist auch ein sehr interessantes Element. Die Geschichte ist manipulierbar. Das heißt, je nachdem, wie ihr spielt, verändert sich die Geschichte.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das im Shooter umsetzen will. Ja, von wegen kann man sich dann entscheiden, da gibt es jetzt dem Chinesen einen Headshot, ja, oder dem eigenen Amerikaner. Ja, da bist du ja wahrscheinlich direkt ein Nazi. Dann gibt es einen neuen Modus, der nennt sich Strike Force und der hängt genau mit diesem Element zusammen, also dass die Geschichte sich so ändert. Da wird im Singleplayer-Menü wählbar sein und Missionen vom Black Ops, also im Black Ops-Universum, über den ganzen Globus enthalten. Was da jetzt genau gesagt, weiß ich jetzt auch nicht. Also, was genau zu bedeuten hat. Und man kann nicht alle Missionen in einem Durchgang absolvieren. Das heißt, das wird sich dann bei jedem Durchgang ändern. Also, es klingt verdächtig nach Heavy Rain. Ich hoffe, sie setzen es gut um. Dann, ja, Geschichte wird sich ändern, bla bla bla. Es ist kein separater Modus, also es ist nicht irgendwie im frei anwählbar im Multiplayer oder sonst irgendwas. Jo. Ach ja, und die Chars, die in diesem Strike Force Modus auftauchen, haben jetzt keine große Rolle, also die sind jetzt nicht irgendwie story-relevant. Das ist immer, deswegen sage ich, das ist so ein bisschen widersprüchlich irgendwie. Und man wird in diesem Modus auch Truppenbefehle geben, also so à la Tom Clancy's Ghost Recon oder Future Soldier. Also, geht mal dahin, geht mal auf Klo oder so. Ja, zu uns allen Eis. Und dann kann man mittels den Drohnen, die man da steuern kann, entweder bewaffnet oder nicht bewaffnet, aus dem Spielgeschehen rauszoomen oder ranzoomen, also dass man es dann so von oben so steuert. So. Also, es wird dann wahrscheinlich, Entschuldigung, so sein wie in allen Call of Duty Teilen, dass man dann von oben so Luftunterstützung geben muss, denke ich mal. Oder vielleicht auch frei wählbar, ich weiß nicht. Dann kommen wir zu dem überaus beliebten Multiplayer-Modus von Black Ops 2. Ja, da gibt es nur Maps im Jahre 2025. Also alle, die damit gerechnet haben, da kommt so ein neues Nuketown oder Firing Range oder ja, also so, ne, Vietnamkrieg-mäßig. Die werden dann wahrscheinlich enttäuscht sein, also alles nur so zukunftsvisionierte aufgebaute Maps. Dann soll der Spectator-Modus interessanter werden, der Zuschauer-Modus. Keine Ahnung, was die da jetzt so Tolles machen sollen. Ja, nicht, dass man nachher noch im Spectator-Modus sagen kann, wo die anderen gerade sind. Das wäre jetzt nicht so eine große Innovation, da legen sich jetzt recht alle auf. Bitte Treyarch, lasst es sein. Dann ist bis jetzt bestätigt von einer Karte in einem jemenitischen Dorf und eine Karte in einem zerbombten L.A. L.A. Los Angeles. Toll. Und was natürlich ganz toll ist, Multiplayer-Modus, wie der Zombie-Modus wieder dabei. Ja, da freue ich mich drauf. Der macht Spaß, beziehungsweise ist mal was anderes. Und es, die Kampagne und der Strike-Force-Modus sind nicht kooperativ spielbar. Oh, schade, oh mein Gott. Ja, das kennen wir schon alles von Treyarch, beziehungsweise gut, World of War war noch kooperativ spielbar. Aber wir haben jetzt noch einen Zombie-Modus, wir haben jetzt noch einen Strike-Force-Modus, die Story soll sich ändern, das heißt, man spielt Call of Duty nicht direkt im Veteranen erst mal durch und hat schon alles. Nein, man kann wahrscheinlich zweimal durchspielen. Also wie gesagt, das sind interessante Neuerungen, ein paar sind ein bisschen widersprüchlich, ich bin gespannt. Ja, Black Ops Special, wisst ihr Bescheid, jetzt seid ihr voll die Pros und so, und Dennis hat es euch gezeigt, weiß ja, ich habe ja alle stundenlange Arbeit hier, weil ich habe das ganze Internet habe ich durchforstet, ja, in meiner freien Zeit. So, ich sehe jetzt auch schon, wir haben schon, ich glaube, schon ein bisschen die Sendezeit überschritten, aber gut, wir hätten auch fette Special, ja, müsst ihr mitleben. Games at Home mäßig, ja, ich habe für euch schon etwas aufgenommen, das hat aber irgendwie letztes Jahr Probleme mit dem Rendern und bla bla bla. Sniper Elite V2 ist jetzt draußen, so ein Reboot, Remake, wie auch immer. Und da gibt es ja für die Vorbesteller und auch nur die Uncut-Version, die ihr importieren könnt, gibt es eine Hitler-Attentats-Mission. Und die habe ich für euch angezockt und die werde ich dann mal hochladen und dann könnt ihr euch so ein genaueres Bild vom Spiel machen, weil das Gameplay ist immer gleich. Und ist aber eigentlich nicht schlecht. Also muss sagen, dafür, dass es vom Rebellion ist und die eigentlich immer nur Scheißspiele machen, ja, wie zum Beispiel Rocky Warrior oder wie ist das andere, Shellshock oder Spellshock oder was. Boah, war nicht schlecht, aber so richtig. Aber gut, wie gesagt, das ist ganz gut. Ich würde es mir jetzt vielleicht nicht zum Release-Preis kaufen, sondern eher so als Budget, wenn es später billiger wird. Aber egal, ich würde euch dann selber ein Bild vormachen. Sendung 10 ist in Arbeit.
Jema. Ja, und es werden natürlich noch ein paar Videos jetzt folgen. Es war jetzt ein bisschen flaut auf unserem Channel, aber mein Gott, wir haben auch nicht alle Zeit der Welt. Ja, das war's von mir. Nächste Woche ist Thomas wieder dran, die legendäre 10. Episode. Ja, ich hoffe, Thomas haut da alle draus, was er kann, weil das ist ja hier Jubiläumsfolge, 10. News-Time schon. Und bis dahin, haut da rein, macht es gut. Servus.